Mahlzeit, ihr Lieben, willkommen zurück zu Mafia 3. Und ich würde sagen, wir fahren mal gerade zu Papa James. Wenn wir ihn finden. Da ist er. Da ist er. Und erledigen da mal gerade diese optionale Sprachnachricht quasi. Gut, das machen wir. Und hier gibt's Heals. Ich brauche unbedingt Heals. Das heißt, wenn ich irgendwo Heals sehe unterwegs, muss ich erstmal anhalten. Na, komm schon. So, wunderbar. Was geht denn hier ab? Was ist denn hier los? Es juckt sie überhaupt nicht. Na gut, okay. Die Polizei hat keinen wirklichen Sinn in Mafia 3. Ich weiß nicht, also wenn man neben dem Polizisten gehupt hat in Mafia 1, hat es die, glaube ich, auch nicht gestört. Weiß ich jetzt nicht. Aber ansonsten waren sie doch extrem pingelig. Sobald man ein bisschen schneller als die Höchstgeschwindigkeit gefahren ist, da hatte man sie sofort am Arsch. Wenn man rote Ampel überfahren hat, hatte man sie sofort am Arsch. Bei Unfällen sowieso. Aber hier scheint es keinen so wirklich zu interessieren. So, hier gibt es noch eine Sicherung. Ne, einen Verteilerkasten gibt es hier. Nehme ich auch mit. Kein Ding. Ah, daneben. Trottel. So, und dann aber ab nach Vater James. Eine Sache, aber ich sage dir, das Zeug, was ich hier habe, ist erstklassig. Einen besseren Preis kriegt man den ganzen. Ich hab doch gehupt. Mensch, mehr kann ich doch auch nicht tun. Soll ich auch noch bremsen oder was? Hupen und bremsen gleichzeitig? Bist du verrückt? Aua. Na, du Trottel, musstest du jetzt hier stehen? Ich habe gerade gesehen, es gibt eine Trophäe für 5 Sekunden lang driften und theoretisch, wenn ich jetzt Donuts mache 5 Sekunden lang, müsste das ja als Driften zählen. Na, vielleicht auch nicht. Toll, ihr habt's versaut. Ach Mann, ihr seid so doof. An alle Einheiten. Hallo. Habe ich dir hier erzählt, warum ich Priester geworden bin? Wegen dem, was sie im Krieg gesehen haben. Habe ich hier gefragt? So, ich muss mal gerade hier so ein bisschen den Ton lauter machen. Von de Dialoges und von de Videos. Das war gelogen. Ich bin Priester geworden wegen dem,
was ich im Krieg getan habe. Wegen dem, was der Krieg aus mir gemacht hat. Als ich da drüben war, zusammengepfercht mit den ganzen anderen Kanonenfutternegern, da ist der ganze Schmerz, die ganze Wut, die sich mein Leben lang angestaut hatte, hochgekocht. Und als das alles aus mir rausbrach... Nein. Das willst du gar nicht hören. Ich bezweifle, dass ein paar tote Nazis irgendwen kratzen. Darum geht's nicht. Ich habe Menschen umgebracht. Und sie umzubringen, hätte mir etwas bedeuten müssen. Hätte mir nahegehen müssen. Ist es aber nicht. Und als ich gesehen habe, was da tief in mir schlummerte, das war zu viel. Ich weiß, wer ich bin. Das weiß ich, Junge. Und das macht mir ja gerade Angst. Das heißt, der Herrgott bürdet uns nur so viel auf, wie wir tragen können. Aber manchmal frage ich mich, ob das eine Lüge ist. Ich muss dann mal weg. So, hier gibt's noch Medizin. Die nehme ich wohl gerade noch mit. Und dann gibt's hier vorne noch irgendwas. Ich weiß nicht so genau, was es ist. Ach. Da unten wieder. Das hatte ich schon mal gesehen. Na gut, okay. Das war also dieses höchst interessante Gespräch mit Vater Ballard. Dann gibt es hier noch irgendwas Blaues. Theoretisch. Auch unten. Ihr könnt mich doch mal. Alle verfügbaren Einheiten. Meldungen über eine Fahrer. Alles da unten. Mann. Ist doch doof. Aua. Aua. Ach Mann, du Trottel. An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. An alle Einheiten. Verdächtiger außer Sichtweite. Ich wiederhole. Das sieht nicht gut aus. Dafür halte ich doch gerade an. Ich bin hier nicht. Okay, hier ist ein Wachposten. Was ist denn hier los? Nicht länger verdrängen. Selbst wenn du den Kampf meidest, wachst du jeden Morgen auf und weißt, was los ist. Badehaus. Okay. Ich schätze mal, hier wird später noch irgendeine Quest sein. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Hier gibt's auf jeden Fall ordentlich was zu sammeln. Und Streifendienst fortsetzen. Ich sehe das Problem nicht. Na ja, gut, okay. Ich glaube, da kommen wir später nochmal hin. Gut, das war erstmal dieses interessante Gespräch. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal gerade hier hin, nach Harold Cawley. So, ich könnte mir ein Auto rufen. Ja, macht vielleicht... Hallo, hallo. Macht vielleicht mehr Sinn. So, und zwar hätte ich gerne den hier. Ich bin zu Fuß unterwegs in der Innenstadt. Ich brauche eine neue Karre. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Mein Gott, wie schnell du pissen gehst. Das ist erschreckend. Gott hat mich beschützt. Ein Satz heiße Reifen, wie bestellt. Ich weiß das zu schätzen. So, ich wollte das eigentlich jetzt nochmal mit dem Donuts probieren.
Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber es sieht gut aus. Schade. Ich dachte, das würde als Driften schon zählen. Na gut, dann nicht. Ich brauche mal ein neues Auto. Irgendwas ist da schief gelaufen mit meinem alten. Irgendwie wollte er es nicht so, wie ich wollte. Mann, was hast du mir da für eine Gurke gebracht? Verdammt. Hallo. So, dann nehme ich mir mal das hier. Das ist sieht fast genauso gut aus. Ja, die Polizei muss unbedingt verständigt werden. Oh, da ist die Polizei schon. Also dieser Teil der Stadt hier, das ist bislang so mit der schönste, den ich gesehen habe. Das sieht wenigstens mal so ein bisschen nach Stadt aus. Ja. Entschuldigung, mein Fehler. Hier soll ich runter, okay. Denn hier gelandet? Sehr klischeehaft hier. Treffen die Nativgarage. Hey Harold. Ich denke, wir was geht ab hier? Watergate? Harold Corley vom Tattler. Ich schreibe über DeRazios nette kleine Korruptionsgeschäfte. Können mir nicht vorstellen, dass es gesund ist, Namen von Marcanos Leuten auszuplaudern. Noch nicht gehört? Auch Zigarettenrauch kann einen umbringen. Also was ich weiß, ist Folgendes. Es gibt wohl bestechliche städtische Beamte. Pikante Sache. Im Mittelpunkt ist ein Bursche namens Frankie Bernard. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo er sitzt. Was es erschweren könnte, ihn zu finden. Tja, es ist so. Wie ich höre, benutzt Mr. Bernard tote Briefkästen. Orte, an denen seine Leute Schmiergeld für Beamte hinterlegen. Und zufällig weiß ich, wo die sind. Und außerdem hat Frankie einen hübschen Haufen Erpressungsmaterial von jedem dreckigen Geschäft, das er je gemacht hat, behalten. Mal gucken, ob einer der Kuriere mir verraten kann, wo ihr kleiner Erpresserfreund mit seinem Druckmaterial steckt. Die für Bernard arbeiten, sind genauso verschwiegen wie er selbst. Sie müssen sie irgendwie zum Reden bringen. Ich wiederhole. Verfolgung beendet. Okay, Frankie bezahlt korrupte Politiker auf seiner Lohnliste über geheime Geldverstecke mit seinem Siegel darauf. Wenn du das siehst, ist das Geld ganz in der Nähe. Okidoki. Und hier gibt es noch irgendwas Schönes einzusammeln. Aber wahrscheinlich über mir. Oder unter mir. Auf jeden Fall nicht neben mir. Schade eigentlich. Meine Lincoln Vision geht auch gerade nicht. Dafür gibt's noch Heels. Hier ist nix. Geht's hier in die Unterwelt? Ein Hot Rod Magazin. Ist hier Alligator? Na gut, dann gehen wir hier jetzt mal ein bisschen lang anscheinend. Warum kann hier keiner ein Boot parken? Das wäre mal super praktisch jetzt. Ah.
Ah, guck an. Wenn man vom Teufel spricht. Und es ist natürlich wieder ein blaues. Ich glaube, andere Farben hatten sie nicht mehr beim Entwickeln. Boah, fahr doch bitte gerade. Mein Gott. Ich will hier raus. Komm schon, Lincoln. Lincoln away. Ich will doch nur hier raus. Was zum Teufel bin ich hier? Wow. Ich will hier raus. Ich muss doch irgendwo an der Luft gehen. Mensch. Was denn hier, verdammt? French Ward. Okay, vielleicht habe ich Glück. Ah, Luft. Luft und Tageslicht. Und ganz schön viel Sonne. Okay. Gut, 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 gut. Also, was gibt's hier Schönes? Ein Verteilerkasten gibt's hier. Ja, jetzt so. Okay, da hinten liegt noch eine Sicherung. Die nehme ich auf jeden Fall auch noch mit. Und dann müssen wir mal questmäßig gucken. So, was haben wir denn hier? Autodiebstahl. Hier ist questmäßig relativ wenig los. Ich wollte Vitos nächsten Auftrag machen. Ist natürlich jetzt auch wieder ein gutes Stückchen weg. Hi, alles gut? Was hat der Nigger vor? Der Nigger klaut sich jetzt ein Auto. Hey, ich hab das geht aber nicht! Hey, das geht aber nicht, sagt er. Oh, hier liegen jede Menge Sachen rum, alter Schwede. Scheidendreck. Okay, ich muss auf die Brücke. Na, das Lied ja, das läuft ja wieder richtig gut hier. Na, wo kommen die? Wo kommen die alle auf einmal her? Das gibt's ja gar nicht. Na, was habe ich da wieder angefangen? Ich finde das super lustig, aber. Ach man, was habe ich da wieder angefangen, ehrlich. Verdammte Hacke. Komm schon, Bronco, komm schon. Oh Mann. Das sieht nicht gut aus für mich. Lenken ist nicht mehr so wirklich drin im Moment. Ich muss irgendwie heile bei Vito ankommen. Oh. Achtung, es gab eine Fahrerflucht im Southdown. An alle Einheiten in der Nähe. Bitte bestätigen. Oh fuck. Oh fuck.
Oh, fuck. Ja, super Aktion, Alter. Oh, mitten durchs gegnerische Gebiet gerannt. Ich fass es nicht. Oh Mann, ey. Danke fürs Anstoßen. Oh. Ich glaube, da waren die Gegner selber so ein bisschen perplex gerade. Die dachten sich auch, was will der denn hier? Oh mein Gott, ey. Das war mal richtig gut. An alle Einheiten, Verdächtiger befindet sich in River Road. Komm schon, mach Gas. Vito, ich komme. Mach den Kaffee warm. So, diesmal habe ich dich erwischt. Er lebt immer noch. Unfassbar. Er steht den ganzen Tag nur da rum. Der Vogel. Vito, ich habe Cops mitgebracht. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Vito. Es gibt Suche einstellen und als nächstes hätten wir Nestor den Sittenstrolch. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob er tatsächlich einer ist. Aber wenn einer schon Nestor heißt. Jedenfalls versorgt er Peepshows mit Pornokram. Red mit ein paar Perverslingen, dann findest du ihn schon. Ja, ich red doch gerade mit einem. Fühlt sich gut an, wenn man expandieren kann und wieder richtig am Drücker ist. Vito, du bist ein Loser. Okay, gut. Dann suchen wir jetzt also einen Sittenstrolch. So, da ist der Sittenstrolch. Nee. Das ist irgendwas anderes. Viel zu viele Quests. Hallo. Na gut, dann befragen wir jetzt Nestors alte Gruppe. Die Gruppe der Sittensträuche wahrscheinlich. Vollidiot. Da hinten. Na gut, dann fahren wir da gerade hin und schauen mal, was der alte Typ sozusagen hat. Wie auch immer er heißt. Er heißt Mickey Patch Venditti. Okay. Nestor der Sittenstrolch und sein Freund Mickey Patch Venditti. Na, wie geil. Es gibt viel zu viel Sachen zu sammeln. Viel zu viel. Bin auch generell eigentlich nicht so der Collectibles-Freund. In jedem Spiel mittlerweile muss man irgendeine Scheiße einsammeln. Und man muss auch wirklich die Sachen einsammeln, wenn man die Trophäe haben will. Okay. Oh.
Sind es nur die beiden? Das geht ja noch. Ist das dein Ernst? Na? Wo finde ich Nestor, diesen Wichser? Nestor soll hier angeblich ein paar der Kabinen klar machen, aber er hat mir nicht gesagt, wann. Hey, wo kommt das Licht her? Okay. Na, Ratte kann man nicht trauen. Ich kann die Leute gar nicht mehr verschonen, irgendwie. Ich töte sie alle nur noch. Na gut. So, okay. Das war Nestors kleiner Kumpel. Da gibt es noch einen Metzschrank. Metzschrank kann ich jetzt nicht gebrauchen. Erledige Nestor Rurk. Ach, ich habe die Knarre in der Hand. Okay. Ja, ruf du mal die Bullen, bis dahin bin ich schon meilenweit weg. Ich fahre jetzt noch schnell zu Nestor rüber und dann würde ich sagen, was das auch erstmal wieder. Achtung an alle Einheiten, gemeldet wurde ein gestohlenes. Nein, ich bin nicht, da ist er auf ihn. Oh mein Gott, wie klischeehaft. Ah, jetzt habe ich wieder die Cops am Arsch. Verdächtigem verloren. An alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. Okay. Ich bin einmal weg. Okay, das hat's jetzt nicht so gebracht. Nein. Verdächtiger außer Sichtweite. Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. Gut, dann warte ich hier mal gerade. Und hier gibt's noch eine Sicherung. Nein, hier ist er nicht. Er ist ganz weit weg. Wo kann er denn nur sein? Da ist er. Ach Leute, ihr könnt mich doch alle mal. Richtig. Ach Mann, die sind aber auch hartnäckig. Und schießen können sie, ey. Schießen können sie wirklich gut. Schon wieder Reifen platt. Ich glaube auch. Ich glaube, das war wirklich ein großer Fehler. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Da komme ich nicht rüber, ich weiß es nicht. So, ich muss mal gerade hier aus dem Bereich raus und dann gucke ich, wo Nestor ist. Ich gehe da nicht mehr hin, um mir Fleisch zu kaufen. Dann ist es miserabel geworden. Okay. So, irgendwo da hinten.
Aber erstmal müssen die Cops gerade mich sich so ein bisschen beruhigen. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich danke. Wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Ich könnte in Rente gehen. Was tue ich dann? Dann kann es ja so schlimm nicht gewesen sein, was auch immer ich getan habe. Erst so ein riesen Tohuwabohu veranstalten und dann ist auf einmal alles wieder ruhig. Es hat aufgehört. So, oh, hoppala. Ah, nein, ich geh schon. Von der Straßenseite rennt gerade ein Kopf rum. Das kommt schon wieder nicht so gut. Bring them home. Hallo. Scheiße, was war das? Man weiß es nicht. Elvis, was ist los? Ruf die Polizei! Schnell! Scheiß drauf, ich ruf die Bullen! Nein, das tust du nicht! Na ja, tut es doch. Dann wollen wir mal. Frische Leiche hier drüben nicht. Für wen hält der sich? Der ist so gut wie tot. Achtung an alle Einheiten im Umkreis. Es gab ein Tötungsdelikt in South Down. Der Verdächtige wird beschrieben als männlicher Farbiger. Eingreifen erforderlich. Davon gibt es noch mehr. Nein, komm schon, Lincoln. Ah, du bist so ein Trottel. Mann. Was für ein Riesenaufstand, für nix und wieder nix. Aber anscheinend habe ich den Typen schon erwischt, denn mein Ziel heißt, kehre zu Vito zurück. Oh Mann, ehrlich ey. Er mag es einfach, die Luft zu schlagen. Na gut, mal gucken, vielleicht spawne ich jetzt sogar bei Vito wieder direkt, das wäre natürlich praktisch. Anscheinend habe ich den Typen schon erwischt, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich habe einfach auf alles geschlagen, was sich bewegt hat. Und ich habe $1000 verloren. Aber bei Vito bin ich hier, glaube ich, nicht. Aber Vito ist nicht weit weg. Na. Gut, dann renne ich gerade nach Vito. Ja, ist doch ein gutes Stück weg. Oh nein, Mann, dein Cousin. Verdammt. Ach, Mann. Jetzt ein Fahrrad. Das wäre super. Und da sind wieder die berühmten blauen Boote. Also ernsthaft jetzt mal, ohne Witz. Die hätten wenigstens ein zweites Boot reinmachen können ins Spiel, dass es nicht ganz so trostlos aussieht. Wenigstens noch irgendwie ein rotes dazu oder sowas. Aha, wie komme ich denn da jetzt hoch? Nein! Du Trottel! Lincoln! Verdammt! Kann man denn so dumm sein? Lincoln! Mann! Das kann nicht dein Ernst sein! Verdammte Hacke, du warst in Vietnam! Ist das alles, was du kannst? Ist das das, was du in Vietnam geleistet hast? Du bist ein Loser. Ach, Vito. Vito, wo bist du? Vito. Vito, warum bist du so weit weg? Vito.
Vito, ich bin zwar gestorben, aber der Typ scheint tot zu sein. Super, Vito, den letzten Arsch auf meiner Liste gekillt. Das war schon der letzte? Nö, da gibt's doch noch einen. Könnte sich langsam auszahlen, dass du mit Lucky angefangen hast. Alle möglichen Bastarde kriechen aus ihren Löchern, um dem Dreckschwein die letzte Ehre zu erweisen. Aber mir ist nur einer wichtig. Pauli. Wenn's nach mir ginge, würde der Dreckskerl schön langsam krepieren und nach seiner Mutti schreien, während ich ihn Stück für Stück filettiere. Mami, hilf mir, Mami, warum tut der böse Mann mir weh? Oh. Du verstehst schon. Lass ihn leiden, Lincoln. Richtig übel. Was haben diese Leute dir alle getan? Ich meine, wenn das jetzt irgendwie eine Beziehung hätte zu Joe oder was, so wie ich es am Anfang vermutet hatte, das wäre ja irgendwie noch cool, aber so sind es halt einfach nur Namen auf einer Liste. Naja gut, wie dem auch sei, wir haben einen neuen Namen und werden uns darum im nächsten Teil kümmern. Danke fürs Zuschauen, das war es erstmal wieder mit Mafia 3, bis zum nächsten Mal. Ciao.